Auch 2016 erscheinen wieder frische Spiele-Highlights für den PC. Im folgenden Video stellen wir euch die Spiele vor, auf die wir uns im kommenden Jahr am meisten freuen. In unserem Ausblick auf die potenziellen Spiele-Hits 2016 liefern wir euch Vertreter aller möglichen Genres. Egal ob Strategiespiel, Action-Adventure oder Rennspiel, für jeden Geschmack ist etwas dabei. In unserer Liste enthalten sind neben exklusiv für den PC geplanten Spielen auch Ableger, die bereits für Konsole erhältlich sind. Auch Spiele, die lediglich für eine Konsole plus PC erscheinen, finden hier Erwähnung. Deshalb haben wir zum Beispiel auch No Man's Sky aufgenommen, das zusätzlich auch auf der PS4 erscheint. Die wichtigsten Spiele stellen wir euch jetzt vor. Am Ende des Videos findet ihr noch einen Schnellüberblick über zahlreiche weitere Titel. What makes someone reach beyond the boundaries of human experience? Im Frühjahr ist es endlich soweit und Lara Croft darf auch auf dem PC in ihrem neuen Abenteuer durchstarten. Lara Croft will die Forschung ihres Vaters weiterführen. Dabei soll sie eine womöglich göttliche Quelle in Sibirien finden. Dabei kommt ihr die Sekte Trinity in die Quere. Der fiese Kult besitzt eine Söldnerarmee und strebt nichts anderes an als die Weltherrschaft. Für die Xbox One ist das Abenteuer aus dem Hause Crystal Dynamics bereits erhältlich. PS4-Spieler warten indes noch bis Ende 2016. Auch das Megaprojekt Star Citizen soll 2016 auf den Markt kommen. Der Release des kompletten Spiels soll angeblich Ende des Jahres erfolgen. Das gigantische MMO-Projekt soll neben einem FPS-Modus Star Marine auch die Kampagne Squadron 42 enthalten. Das Erkunden von Planeten soll dann ebenso möglich sein wie das Austragen großer Weltraumschlachten. Für die Kampagne wurden Stars wie Gary Oldman, Mark Hamill oder auch Gillian Anderson und Andy Serkis engagiert. Die Kampagne soll bereits zu einem früheren Zeitpunkt als das Hauptspiel verfügbar sein. Der große Weltraumspielplatz von No Man's Sky soll Entdeckern ab Juni 2016 auch auf dem PC zur Verfügung stehen. Ihr entdeckt dabei ein riesiges Universum, in dem Planeten in Sonnensystemen in Echtzeit neu entstehen. Darunter die Oberfläche, Flora, Fauna und vieles mehr. In No Man's Sky bewegen sich Spieler im Online-Modus durch das riesige Universum. Neu entdeckte Planeten dürfen mit einem eigens ausgedachten Namen versehen werden. Auswirkungen von Aktionen sollen auch für andere Spieler in gewissem Maße spürbar sein. Zerstört ihr beispielsweise Handelsschiffe, gelangt ihr an die Fracht. Für andere Spieler sind diese Handelsschiffe dann nicht mehr nutzbar. Anfang Februar soll XCOM 2 erscheinen. Zunächst aber soll das Spiel im Gegensatz zu seinem Vorgänger nur auf dem PC erscheinen. Man möchte mit dem neuen Ableger sehr hoch gesteckte Ziele verwirklichen und dabei möchte man sich auf seine Stärken besinnen und die liegen nun mal auf dem PC. Obendrein möchten die Entwickler die Modding-Szene der XCOM-Community ins Boot holen. Kategorisch ausgeschlossen werden künftige Konsolenfassungen aber nicht. Yo guys, some big names in town. Im neuen EA-Rennspiel Need for Speed verschlägt es euch in die Spielwelt Ventura Bay. Ihr dürft euch in der illegalen Racer-Szene einen Namen machen und bis ganz nach oben aufsteigen. Insgesamt 15 Stunden lang wird die Geschichte im neuen Need for Speed mit Unterstützung von Zwischensequenzen, die mit echten Schauspielern aufwarten, erzählt. Diese Zwischensequenzen kann man sich bereits in der Konsolenfassung ansehen, sie sind allerdings nicht besonders gelungen. Besser ist da das Fahrgefühl in den Autos jenseits der 200 km pro Stunde. Auch der Tuning-Part ist gut gelungen und bietet jede Menge Möglichkeiten. Die Liste der PC-Spiele 2016 ist selbstverständlich noch viel länger. Die folgenden Spiele zeigen wir euch samt voraussichtlichen Veröffentlichungsterminen unkommentiert im Überblick. Verratet uns doch eure kommenden Highlights im Kommentarbereich. It's a bit of a slog, but it'll be worth it. Unis then? I bet those pretty little cities burn. Lovely. Are we, is this
real? Are we playing right now? Oh, oh, we're playing now. Okay, let's go. Let's go. All right. Real. Oh, you're right. Okay, yeah. You're right. Oh, oh yeah, bro. Just like raw. Where what? That was the revenge. Well, I'll be. This must be that Woodstock place Mom and Dad are always talking about. Oh, great. I'm stuck in colonial times. Tentacles are taking over the world. Time for me to save the world, I guess. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. Can I start seeing more of the terrain? And terrain, of course, is super important in a game where you're going to make tactical decisions about movements and, like, you know, you don't want to accidentally put all your panzers in a forest, for example. And so that way, we kind of get both the political classic map mode as well as the terrain map mode in the same one. Die Rache des brennenden Schattens ist gekommen. As you need and ride there. Find those knaves and bring me their head. Strangers drawn to a single banner. And no matter how difficult the decisions, or how painful they may be, I give you my word, my oath, we will survive.